Okay, bin drin. Okay. Dann in 3, 2, 1. Hallo, 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 liebe Freunde. Willkommen zurück zu TikTok, A Tale for Two. Was mich übrigens, lieber John, immer an dieses 10 for 2 erinnert, an dieses Eis. Dich auch? Ja. Jedes Mal muss ich irgendwie daran denken. Stimmt. Und krieg Hunger. Verdammt. So, wir haben Kapitel 2 erfolgreich gerockt, auch wenn ich ein bisschen am Hängen war, aber John hat mir Gott sei Dank sehr gut aus der Patsche geholfen und sind in Kapitel 3 angekommen. Was steht denn bei dir? Es war leichter, als ich dachte, von Tieren die Zeit zu entziehen. Nun musste ich lernen, das Gleiche mit Menschen zu machen. Okay, bei mir steht, ich wusste, ich weiß nicht, wie dieser, das ist, was ist das eigentlich? Ist das finnisch oder so, dieses typische AE? Was ist das eigentlich? Ist sowas ganz, keine Ahnung, skandinavisch? Ist das, Dänemark, ne? Dänemark, ja, sowas irgendwie. Also ich wusste, Lerk, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, würde die Menschen nicht verletzen wollen, die in die Uhr fielen. So beschloss ich, ihnen einen Ausweg zu bieten. Mhm. So creepy irgendwie. Okay. Wir kommen an im Jahr. Welche Zeit? 37. Okay. Oh, das hat sich ja verändert ja, jetzt. Ja, aber einiges. Holla. Ich habe so ein riesiges Anwesen gerade vor mir. Ravenclocks gibt es immer noch. Oh. Die Post. Und das Haus. Tatsächlich. Aber das Anwesen, nice. Also, ich hatte gerade eben, wenn ich beim Anwesen die Glühlampen antippe, dann bei dem Tor von dem Zaun vor dem Haus ging dann so ein kleines Lichtlein an diesem Bogen. Okay, ich habe hier... Ah, doch, da sind Lampen. Stimmt. Und wenn ich die drücke... Bei mir auch. Vielleicht... Ich drücke einfach mal... Überall sind hier nämlich gerade Lampen aufgehangen. Aha, bei mir auch. Deswegen, ich drücke die jetzt einfach alle mal. Auch noch welche? Stimmt. Machen wir doch gleich mal alle an hier. Aber die haben auch alle andere unterschiedliche Töne. Mhm. Okay. Ist alles an, aber tut sich bei mir nichts. Also alle Lampen bestimmt leuchten. Die richtige Reihenfolge her. Ja. Oh, doch, jetzt ist das... Unser letzter Weg ist übrigens jetzt auch gesperrt und außer Dienst. Bei mir leuchtet noch gar nicht alles. Da fehlt noch... Ach, die hessen aus. Die hatte ich doch angemacht. Die gehen von selbst einfach wieder aus. Nein, ja, ich will nicht benutzt werden. Jetzt leuchtet alles, ja. Okay, aber tut sich bei dir auch nichts? Nee, man hört die Glocke läuten, ne? Bei dir auch, wenn du einmal so eine Runde drehst? Nee. Nicht? Okay. Ja, aber sonst tut sich ja nichts, also reinkomme ich auch nicht. Wenn man einmal eine Runde dreht, ist anscheinend auch wieder eine Stunde vergangen. Okay, wollen wir als erstes ins normale Haus wieder? Ja, gerne. Dann los. Wahrscheinlich muss man nur bestimmte Lämpchen anhaben. Oh, ich hab so ein... Ja, erzähl. Nee, ich dachte, das ist so ein Uralt-Telefon, aber ich habe dafür nur Scheiß, 4, 5 dachte ich auch gerade. Ich dachte auch gerade so, ui, ich habe nämlich auch sowas, so ein Ding, so ein Uralt-Telefon. Aha. Okay. Mit ganz komischen Zahlen. Kannst du es benutzen? Ja, ich habe nur 1, 2, 3, 4 und 0. Oh, ich habe 5, 6, 7, 8, 9 und plus und so. Ja, Raute, so ein Sternchen habe ich noch. Ich hab die Welle gedrückt. Oh. Da, dein Rabe, der verschwand, der den du. Oh nein, das ist wieder so ein... Oh je, ja, ich merk's schon, da kommen dann... ich glaube, wir brauchen da eine richtige Kombination, damit das Sinn macht, ha? Ja, weil ich habe jetzt... kommt dann nur ein Kauderwelsch raus. Ich habe jetzt ganz viele, also hinter jeder Zahl und hinter jedem Zeichen ist ein Satz. Ja, aber ich glaube, da brauchen wir eine Kombination, damit wir das gescheit zusammenhängen, verbinden können. Oder man muss selbst das wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du. Hast du irgendwas, was so bei mir steht wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du. Dass du, Dass du, nee, da fängt ein Satz an. Nee, das passt auch nicht. Dass du, das passt auch nicht. Dass du weißt, dass ich... bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um... Okay, warte. Aber wir müssen da den Anfang eigentlich finden, oder? Warte mal, ich glaube, ich habe den Anfang. Und das könnte... Warte mal, ich drücke mal bei mir die 2, weil das klingt stark nach einem Anfang. Hey, Lurk, ich bin so froh, dass du endlich... Okay, warte. Den Hörer abgenommen hast, habe ich bei der 7. Warte mal, ich schreibe mal bei dir auf 2, dann ich habe 7 danach, dann... Also ich habe jetzt mal nur meine kompletten Zahlen, also 5, 6, 7, 8, 9 angetippt. Ach so, gut, das könnte ich ja eigentlich auch machen und dann kombinieren wir.
So, es müsste dann ein neuer Satz sein. Ich habe dir... So, wie geht's bei dir weiter? Oder ich weil, habe dir, ach, steht dann bei mir. Den Hörer abgenommen hast, ich habe dir. Ach so, okay, Moment. Ich habe dir, Moment, das passt nicht. Ich habe dir, ich habe ein, nee, hä? Ich hab darauf nichts, was da passen könnte. Vielleicht nochmal Raute Dings oder so ausprobieren, was da steht? Stimmt, Moment. Kann ich ja gerade. Stimmt. Mhm. Moment. Stimmt, da kommen ja auch noch Sets. Okay. Ja, tatsächlich. Das war jetzt die Sternchen-Taste. Ich habe dir so viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch. Wütend, glaube ich, hatte ich. Wütend auf. Nee, warte mal. Warte, ich glaube, bei mir war es die 9. Nee. Oh nein, jetzt bin ich raus. Ups. Nein. Okay, wütend, aber leg noch nicht auf, glaube ich. Okay, also ich hatte jetzt, du hattest 2 am Anfang, dann hatte ich 7. Dann hattest du welche Zahl? Ich hatte 2 und Sternchen. Und Sternchen, okay, dann hatte ich jetzt wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Okay, ich suche. Nein, das passt auch nicht. Okay, dass du weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um, und das war die 4. Okay, um... dir Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir, also ich nehme mal an, dass das ist, weil der Rest passt nicht. Mhm. Wie war gerade der letzte Satz? Um dir Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir... Okay. Ich wollte es dir früher sagen, aber du, dann ist das so ein Leerzeichen, egal, bist du noch... Was war es für eine Zahl bei dir? Die 3. 3. Bist du noch wütend auf mich... Nee, warte mal. Bist du noch da, hätte ich jetzt gesagt. Dein Rabe, der verschwand, der, den du... Den du... Kohl genannt hast, ich habe einen 9 für dich gemacht. Nummer? 0. 0. So. Er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Ist dann bei mir die 8. Okay. Hast du noch irgendeinen Satz? Ich guck mal eben. Bei dir war das Satz abgeschlossen, ne? Genau, er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Ich habe da noch eine Sache, die dann da noch passen könnte. Ich habe aber keinen Satzanfang mehr, glaube ich. Moment, ich gucke nochmal. Ne, die 4 hatte ich auch schon. Warte mal, den ersten vielleicht. Dann ist es vielleicht so, nee. Weil noch mehr würde ja gar nicht passen. Weil wir können ja nicht alle Zeichen nehmen. Ja, genau. Okay, also was war es bei mir? Bei mir also wir haben es 2 bei dir. Dann 7 bei mir. Dann Sternchen bei dir. Genau. Dann 5 bei mir. 4 bei dir. 9 bei mir, 3 bei dir, dieses komische Wellending bei mir, 0 bei dir und 8 bei mir. Okay. Okay. Und jetzt? Versuchen wir den Hörer zu. Ja, mein Hörer klingelt. Ja, meine auch. Sehr gut. Cool. Und wir können nach oben. Nice, so cool, Mann. Okay. Das war interessant. So, und wir sind oben. Ach du Heilige. Oh. Ich habe einen Vogelkäfig mit einem mechanischen Vogel darin. Und 3-mal steht da, also so als Kombinationsschloss, ein ZZZ irgendwie. Mhm. Und ich kann das... Ja, ich habe hier so eine Art, ich glaube, so einen Bauplan für den Vogel. Das könnte jetzt interessant werden. Hat der denn einen Namen? Hat der einen Namen, dieses Vogelding? Ich sehe gerade keinen. Warte mal, kann ich die Bilder... Weil ich kann nämlich die Buchstaben... Genau, ich kann A, B, C, D, E, F, G, H. Ich kann alle möglichen Buchstaben, auch diese komischen A, E, dieses Lerk da, was da drin, kann ich auch nehmen. Okay. Also ich habe hier Baupläne, aber ich weiß nicht, inwiefern ich dir das beschreiben soll.
Hier sind, also hier sehe ich ein paar Buchstaben. Also haben dein, hast du Bauteile, die Buchstaben oder Zahlen haben, oder? Ich habe halt, ich habe jetzt, ich kann Buchstaben eingeben, quasi. Ich habe kein, ich habe halt den fertigen Vogel im Käfig und darunter ist halt quasi wie so ein Kombinationsschloss aus so drei Dingern, Ziffern bestehend. Und da kann ich von A bis Z alle Buchstaben nehmen und zusätzlich noch dieses komische AE, was wir da jetzt immer bei diesem Lerknamen drin haben. Ich weiß nicht, wie man, was, wie das heißt, dieses Ding. Dann noch so ein, ja, sowas wie ein durchgestrichenes, durchgestrichenes O. Ich weiß nicht, was das nochmal war. Und so ein A mit so einem, sieht aus wie bei Stargate, so ein A mit einem Kreis oben drüber. Okay, nee, sowas sehe ich hier gar nicht. Also ich habe hier Baupläne, da stehen zwar so ein bisschen Buchstaben dabei, aber das sagt mir nur gewisse Kanten und Längen wahrscheinlich aus. Ich habe da mal ein B stehen, ein X stehen, aber, ja, warte das mal, ist total vielleicht ist es ja willkürlich. B, X, ich mach's einfach mal. Ich glaube nicht. Das ist. Hast du noch irgendwo einen dritten Buchstaben? Also B, X hatte ich jetzt einfach mal eingegeben. Nee, das ist irgendwie anders gemeint, glaube ich, weil das, ich, da habe ich zum Beispiel mal 4C stehen, aber ich glaube, so heißen diese Bauteile. Oder da steht FIG 9, das Figur 9 vielleicht oder so, ich weiß nicht genau. Also das, ich glaube, das gehört da. Warte mal, kann ich da noch was anderes machen? Nee, also du hast keine Bauteile oder so, die du irgendwie, du hast nur diese. Nee, wo ich du habe was nur eingeben diesen, ja, ich kannst. habe nur diese drei Dinger, wo ich was eingeben kann und der Vogel, der halt schläft, der darauf wartet, hier quasi rausgeholt zu werden. Okay. Okay, wollen wir dann in ein anderes Haus erstmal? Okay. Ich frage mich halt, was diese Bauteile sollen. Also ich habe auch diese, dieses Ding, wo man bei der, mit diesen vielen Punkten da, mit diesen Lämpchen, da sehe ich halt auch so eine Abbildung, aber da ist keine Kombination oder so drin. Es sieht halt wie eine Uhr aus. Aber das hilft jetzt alles gerade nicht wirklich, nee. Ja, gut, dann einfach mal raus. Mal gucken. Ja, vielleicht macht es später Sinn. Mal gucken. Dann würde ich jetzt sagen, direkt weiter im Uhrzeigersinn zum Postamt. Okay. Ach, jetzt habe ich das, was du da eh nicht hattest. Okay, muss also ich dir jetzt einen Brief schicken? Ja, weiß nicht. Also ich habe 44, 46, 48 als Schloss hier. Und ich habe jetzt auch wieder sowas wie einen Kompass mit vier Zeigern jeweils. Okay, ich habe jetzt so ein Morsegerät anscheinend. Ja, aber du wirst keinen Morsecode oder hier irgendwo sehen, ne? Nee, leider nicht. Also es sind wirklich halt diese vier Himmelsrichtungszeiger. Genau. Und die vier Postfächer, mehr nicht. Okay. Drei das, Postfächer. Okay, also hier brauche ich definitiv irgendeinen Morsecode, den ich eingeben soll. Also dann ich kann hier gar nichts sonst machen. Und ab zum Uhren. Geschäft. Oh Gott, das ist ganz schön düster hier. Ah ja, die haben auch offen. Stimmt, das ist düster. Aber wir können wieder in den Keller. Ach du Heilige. Irgendeine Maschine. ja, mit vielen Symbolen. Ja. Okay, also. Hier Symbolen, größtenteils. Ja. Okay. Kannst du die verschieben oder drehen? Also ich kann gar nichts an denen machen. Nee, ich kann die drücken. Du kannst sie drücken. Ich kann die drücken, passiert aber nichts. Ich mach mal auf. Ja. Oh, ich hab mal auf on gemacht. Oh, warte. 3, 2, 1. Aha. Jetzt läuft's. Okay, es läuft nicht lang. Also man kann es anmachen bei mir, aber es läuft nicht lang. Ah, ich verstehe. Okay. Wir machen das jetzt an, weil ich habe ein Tier gesehen, das wirst du dann drücken müssen. Okay. Danach musst du mir sagen, was du siehst. Okay. Okay. Also, es geht los. An. 3, 2, 1. Vogel. Ja, Schlange. Ach, ich muss auch den Vogel drücken. Ja, okay. Ja, Moment, okay. Müssen nochmal anfangen. Okay, klar, macht Sinn. Also Vogel. Ja, warte. Bei mir geht's jetzt los. Okay, Vogel. Schlange. Schlange. 7. 7 habe ich nicht. Ich habe keine 7. Hä? Auch nicht. Hä? Wieso kam jetzt eine 7? Hä? Vielleicht die Leiter irgendwie? Keine Ahnung, also, weiß ich nicht. Oder irgendwas, was 7, irgendwas, keine Ahnung, 1, 2, weiß ich nicht. Irgendwas, was 7 Sachen hat, weiß ich nicht. 7 Schlösser? Nee. Sandur? 1, 2, 3. Das Zahnrad ja, hat das 7? Ja, ja, okay. Okay, dann nochmal.
Also Vogel. Okay. Vogel. Schlange. Zahnrad. Nee, Zahnrad. Bei Zahnrad zeigt ja, er mir. Ja, da war X. jetzt was anderes jetzt. Da war eine 8 bei mir auf einmal. Bei mir? Okay. Ja, alles klar. Okay, dann ist das nicht warte so. Warte mal, was wäre denn eine 8? Hä, aber wieso kann da was. Aber es kann ja gar nicht was anderes auf einmal sein, weil wir sind ja nicht in einem Spiel. Es muss ja eigentlich immer die gleiche Kombination sein. Ja, eigentlich ja. Was, also es sind allgemeine Zahlen, die gemeint werden. 8. Na gut, die das, na gut, das ja, Schloss. Zeituhr vielleicht. Sanduhr. Zeit. Zahlen. Nee, ich weiß nicht. Ja, doch, sieht nach einer 8 aus. Ja, komm, lass mal gucken, was jetzt bei dir kommt erstmal. Okay. Also. Vogel. Vogel. Schlange. Und jetzt? Schlange. Jetzt habe ich eine 9. Ja, keine Ahnung. Nee, Sandro ist es nicht. Kommen immer Zahlen, die immer mehr werden. 9. Vielleicht muss man es einfach so oft drücken, bis es irgendwie. Lass mal nochmal machen, vielleicht. Warte mal. Vogel. Also Schlange. Vogel. Jetzt habe ich eine 6. Ja, 6 was? 6 Sprossen von einer Leiter oder was? 6 Sprossen kind, einer Leiter? Ich habe das Kind jetzt gedrückt, das ist es auch nicht. Probieren wir die Leiter mal. Ja. Also, oben. Was steht jetzt da? Jetzt steht bestimmt wieder 7 da, oder? Schlange. Ne, jetzt habe ich eine 3. Die Leiter ist es auch nicht. Hä? Nein, es muss irgendwie logisch. Warte, es muss irgendwie logisch sein. Also, warum verändert sich deins? Warum verändert sich deins? Mach mal einen neuen Try jetzt einfach so. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Okay, Vogel, Schlange. Jetzt habe ich die 2. Ich hab's, die Motte. Ja. Die Motte war es eben. Aber weißt du, ich habe jetzt das zweite halt genommen. Das war die Motte. Und ich weiß. Das zweite wie, von wo? Aber wie soll denn das Spiel wissen, was du als. Was gut, ich gerade habe, wenn sich das ich immer ändert? Ich habe es ja jetzt gerade eben nicht gedrückt. Also ich nehme an, das ändert sich einfach in einem also bestimmten Intervall einfach, weißt du? Wenn du was falsch hast oder nicht gedrückt hast, ändert sich der Code fürs nächste Mal einfach wieder automatisch. Aber dann wären wir jetzt asynchron. Ich weiß nicht. Ja, dann nee, keine Ahnung. Wir müssen es halt sofort erschließen. Warum die Motte? Warum bei 2 die Motte? Wegen 2 Flügeln? Ich habe jetzt eigentlich nur auf die Motte gedrückt, weil sie ja an zweiter Stelle stand. Aber wo denn an zweiter Stelle? Oben an zweiter Stelle? Oder ja, oben. Ja gut, aber bei mir ist halt auch so, sobald ich on mache. Die ändern sich. Genau. Die ändern sich, ja. Aber es könnte natürlich sein, dass es so damit ach gemeint so. Ist. Vielleicht, ja, die Zahl ändert sich und das ist vielleicht immer die Motte. Weil die Symbole ändern sich ja auch. Hier, das kann können sein. Wir jetzt mal drauf achten. Okay, probieren wir es mal. Probieren, ja. Okay, also. Okay. Vogel. Schlange. Schlange. Motte wäre jetzt bei mir. Ja, es ist die Motte, ja. Okay, weil 5, bei mir ist jetzt die 1. 5, das Schlüsseldings. Ja, okay. Was jetzt? Oh Gott, Wolf minus 2 ist die Sanduhr. Ja. 4 und 1 hoch, das ist da das Zahnrad. Okay, die 9 ist das letzte, die Leiter. Das ist die Leiter. Puppe, ja. Puppe jetzt. Und? 5 und 1 rüber. Hä, das. Schnell. Das wäre eigentlich die Motte. Okay, ja, ist vorbei. Aber die war schon. Ja, vielleicht weil ich hatte gerade eine 5 und dann so einen schrägen Pfeil zur Motte, aber das wäre halt doppelt gewesen, ne? Ja, vielleicht ist es einfach so. Okay, jetzt wissen wir mal, wie es funktioniert. Okay, dann nochmal. Okay. So, also Vogel. Vogel. Schlange. Schlange. Motte. Motte. Dann die 5 ist das Schlüsselloch. Genau. Links minus 2 ist die Sanduhr. Sanduhr. 2 und 1 runter, das Zahnrad. Eisenbahn steht jetzt bei mir. Die Strecke wahrscheinlich. Ja, die Strecke. Puppe. Ja, ja. Puppe. Puppe. Da ist noch 1. Die 8 und runter. Ja, Motte nochmal. Motte. Und die 4 und nochmal 1 runter ist, die Schlange. Ah, zu spät. Okay. Scheiße. Okay, siehst du da unten, wie viele das sind? Siehst du da unten, wie viele das sind? Ja, das sind ja, 2 komplette also, Reihen, die wir jetzt machen müssen. Wow, okay. Okay. Also nochmal. Nochmal. Gut, okay, alles klar, dann los. Vogel. Puh, ja, warte. Vogel,
Schlange, Motte. Die 5 ist das Schlüsselloch. Schlüsselloch. Plus 3 Sanduhr. Sanduhr. 4 und 1 runter ist das Zahnrad. Eisenbahn, also Leiter. Ja. Puppe. Puppe. Motte. Die 8 ist Schlange, Schlange. Nein, zu spät. Oh. Ich glaube aber, es ist dasselbe, um ehrlich zu sein, weil... Es ist immer die gleiche Kombi. Okay, ja, nochmal. Also, theoretisch können wir die auch auswendig lernen irgendwann, aber... Ja, irgendwann. So, dann los, nochmal. Wir kriegen es hin. So, Vogel. Also Vogel, Schlange, Schlange, Motte. Motte. Die 5 ist Schlüsselloch. Mhm. Vogel plus 1, Sanduhr. Sanduhr. 4 und dann wieder dieses Zahnrad. Zahnrad, die Leiter. Dann Motte plus 1, Puppe. Plus 3, die Motte. Motte. Schlängeln, die Schlange. Heulen steht bei mir. Puppe. Wolf. Oh Gott, nein, jetzt habe ich zweimal gedrückt. Nein. Oh, shit. Weil ich gerade noch schnell den Wolf erwischen wollte. Dieser Zeitdruck. Ja, ja, ist übel. Also es ist dieselbe, immer dieselbe Kombination, jedes Mal. Es ist definitiv dieselbe. Aber es ist schwierig, sich das bei so vielen... Okay, nochmal, let's go. Okay. Puh, okay. Vogel, Schlange, Motte. Vogel, Schlange, Motte. 5 Schlüsselloch. Jawohl. Sanduhr. Sanduhr. Zahnrad. Dann die Leiter, oder das Eisenbahn, ja. 7, die Puppe. Die Motte. Die Schlange. Der Wolf wahrscheinlich. Der Wolf. Ja. Der Vogel. Der Vogel. Die Schlänge, also die Schlange. Schlange. Dann das Schlüsselloch wieder. Das Zahnrad. Dann wieder die Schlange. Feder. Der Vogel, nehme ich an. Und Flucht, Leiter, Leiter. Nein! Wieso war Flucht mit Leiter nicht richtig? Flucht? Schlüsselloch oder was? Schlüsselloch wahrscheinlich, ja. Ja, aber mit einer Leiter fliegt man doch eher als durch Schlüsselloch, oder nicht? Ja, aber die Leiter ist ja mit Eisenbahn assoziiert. Ach so, also die okay. meinen damit Strecke. Oh Gott, nochmal. kriegen wir hin. Na klar. Vogel, Schlange, Motte, ne, was? Vogel, Schlange, Motte, ja. Dann Schlüsselloch. Mhm. Ah, wo ist sie? Sanduhr. Sanduhr, dann Zahnrad. Leiter, also, ja. Ja. Weiß schon. Dann die Puppe. Motte. Dann, ja, Schlange. Wolf, ne? Der Wolf. Dann... der Vogel. Oh Gott. Schlange. Schlange. Vogel minus 2, Schlüsselloch. Zahnrad. Schlange. Die Motte. Nee, stopp. Vogel. Vogel, ja. Und das Schlüsselloch. Ja. Oh, meine Güte, Alter. Was? Oh, das war was. Oh Gott, ey. Holy shit. Nice, krass, die Maschine läuft. Witze, ja. Also bei mir steht jetzt wieder ein Kompass Norden, Süden, Westen, Osten und bei mir zeigt es nach Nordosten. Okay. Was bei mir zeigt es nach Süden und Südost. Okay, warte. Also bei mir zeigt es nach Nordosten und wohin bei dir? Nach Süden und nach Südost. Süden und Südost. Ich denke mal, dass ich nehme mal an, dass das schon das Rätsel ist für das Postamt da oben. Dann brauchen wir dann nicht noch ein weiteres. Oh, warte, oben ist ein Radio angegangen. Oh, okay. Wenn man weiter nach oben geht. Warte mal, ich habe hier noch. Hä? Okay. Nee, passt. Okay. Ich habe gerade die nochmal gesehen. Hier. Ja. Oh nein. Okay, dann gehe ich mal hoch zum Radio. Lass ist mich. Es, ja. Lass mich. Müssen wir das wieder so, ja. Oh Gott sei Dank, ich hatte gerade das Ding da unten nochmal ausgemacht und dachte jetzt, dass das Radio jetzt nicht mehr mit Strom versorgt wird. Oh Gott. Kleiner Herzinfarkt. Scheint so, ja? Dein Satz müsste beginnen, also. Ja.
Drei Patienten aus dem Pflegeheim im Hillebeck oder Hillebeck sind mitten in der Nacht verschwunden. Die talentierte Amelia Raven ist aus der Schweiz zurück. Sie ist entschlossen, Ravens Uhren wieder zu eröffnen und zu neuem Glanz zu führen. Die Polizei sucht nach jemandem, der gestern Abend in der Nähe des Pflegeheims war. Sie bitten um Unterstützung, die vermissten Patienten zu finden. Der Wasserschaden des Postamts wurde repariert und alle Postfächer können wieder benutzt werden. Es ist bereits ein Brief im Postfach 34. 34, warte, ich schau drauf. Der tragische Pflegeheimvorfall hat in unserem Ort alte Wunden aufgerissen. Wir hoffen, dass dieses Verschwinden nicht ungeklärt bleibt, wie die Fälle vor 5 Jahren. Wir haben keine Informationen, wann der Zugverkehr in unserem Ort wieder aufgenommen wird. Der Bahnhof ist nun dauerhaft geschlossen. Clarissa Schaar, die großzügige Stifterin unseres neuen Uhrenturms, starb letzten Monat. Bei der Eröffnungsfeier nächste Woche werden wir ihrem Ansehen gedenken. Okay, also das Einzige war 34 irgendwie, ja? Bevor wir zum Post gehen, du müsstest eigentlich zwei Richtungen haben, wenn du nochmal in den Keller schaust. Da hast du ja diese zwei, da hast du ja auch so zwei Symbole, ne? Also über dem Minispiel, ja. Da sind ja nochmal so Zeiger, ne? Ja, die zeigen bei mir aber alle nach Nordosten. Na. Not. Ach so. Okay, dann muss ich vielleicht zwei Zeiger dahin bringen. Okay, gut. Okay. Dann probiere ich das. Also. Beziehungsweise dann probierst du das mal. Okay, warte, ich gehe mal. Zurück ins Postamt. So, ich habe jetzt beim Postamt, ich meine. Ich habe 44, 46 und 48. Ja, die Zahl, was war's? 32? 34, leider. 34, okay. Achso, du hast gar keine 34. Nee. Oh. Okay, warte mal, ich probiere es mal im Süden komplett. Okay, probieren wir mal Südosten. Geht bei mir gar nichts auf. Das Problem ist halt auch, ich weiß nicht ganz, wie ich es machen soll. Moment, schau doch mal nach. Ja, 34. Aber hey, wenn du keine 34 hast, wie soll das gehen? Ich weiß auch noch nicht, um ehrlich zu sein. Also die vier Himmelsrichtungen hätten wir ja theoretisch. Ja, das Problem ist nur... Zeiger hin müssen. Ja, wie... Ja, aber... Aber 34, wenn die fehlt? Ah, nee, warte. Ich kann hochscrollen, ich dumme Nuss. Ja, ah. Ich hab's nicht gesehen. Ich habe nämlich die ganze Zeit nach unten versucht zu scrollen, dachte mir so. Ach so. Gut, ja, 34 habe ich tatsächlich noch. Und was soll ich da eingeben? Was meinst du? Die vier Himmelsrichtungen, die wir haben. Also die zwei von mir und die zwei von dir. Du hast ja zwei identische. Ja, stimmt. Ach, du bist so schlau. Nordosten, dann Süden einmal, Südosten und was hast du noch? Süden, glaube ich. Ah, dann fehlt uns aber eins. Aber du hast ja zweimal die gleiche, ne? Und du hast vier Zeiger, oder? Ja. Also zwei Zeiger auf deins. Perfekt, John ist schlau. Wunderbar. Ja, Postamt-Telegramm. Es ist, als wäre ich so lange weg gewesen. Aber in all der Zeit, mit der ich weg war, kam es mir kurz vor. Zu kurz, um meine Erfindung zu vollenden. Nun werden wir die längsten Leben haben, die es je gab. Länger, als du dir vorstellen kannst. Wenn du diese Nachricht wiederholt hast, zeige ich dir den Weg. Hä? Wenn du diese Nachricht wiederholt hast? Hast du zufällig jetzt ein Morsezeichen oder so? Nö. Okay. Absolut nicht. Wenn du diese Nachricht wiederholt hast, zeige ich dir den Weg. Hä? Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Vielleicht muss ich das jetzt, warte mal. Das und das. Nein, das. Aber andere gehen damit jetzt auch nicht auf, also. Ups. Wenn du diese Nachricht wiederholt hast, zeige ich dir den Weg.